Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch. Ja, wie ihr seht, zu einem neuen Unboxing. Und zwar der TE Smart. Das ist ein, ja, HDMI-Switch, würde ich jetzt mal sagen, im größeren. Mit ein paar Features, mit ein paar Besonderheiten, wo wir dann im Hardware-Video genauer drauf eingehen werden. Wo ich noch nicht genau weiß, wie ich euch das am besten präsentieren kann, dass man das auch sieht. So, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Jetzt geht es erstmal ums Auspacken. Der wird dann auch später irgendwann noch seinen Weg auch bei mir auf den Schreibtisch finden, weil man kann mit ihm nicht nur verschiedene HDMI-Geräte anschließen. Also ich könnte jetzt zwei PCs hier anschließen und dann mit dem Knopfdruck zwischen den PCs hin und her wechseln und meine Tastatur wird übernommen und mein USB. Ach Quatsch, mein Tastatur und meine Maus. So, ich lege das mal alles hier vorne so hin, damit ihr seht, was drin ist. Ich erkläre euch das auch gleich ganz normal in einem separaten Video nochmal, wie das Ganze funktioniert und dann machen wir auch ein Anschlussvideo. Strom. Hoppala. Ach, eine Fernbedienung haben wir auch mit bei. So. Und jetzt packen wir das gute Stück mal aus. So, wir haben Gumminoppen unten dran, damit es nicht rutscht. Das ist zur Belüftung. Ein Ein- und Ausschalter. Das ist der gelbe Switch. Der sitzt sich bei der ganzen Marke. Also bei dem KVM-Switch. Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Das ist ein KVM-Switch. Setzt sich bei der ganzen Marke immer weiter, dass immer der gelbe Knopf ist zum Switchen. Wir haben HDMI 4K 60 Hz 4x4x4. Also ja, für Bild. Dann haben wir LR-Out. Also könnte man einen Klinker anschließen. Hier ist der IR-Sensor. Und hinten haben wir dann die ganzen Anschlüsse. Da werde ich mal so mit Zoom machen. So. Ach, jetzt fällt er immer um. Wollte eigentlich so machen, dass er nicht umfällt. So, machen wir mal so. Ja, wie ihr seht, hinten sind eine ganze Menge Anschlüsse. Einmal haben wir den Stromanschluss auf der Seite. Vielleicht noch ein Stück hoch. So, haben wir hier den Stromanschluss. Dann haben wir den Output. Dann haben wir ein USB 2.0. Und hier haben wir Tastatur und Maus USB. Ist auch beschriftet mit Tastatur und Maus. Input. Also Input 2, USB 2, Input 1, USB 1. Das zeige ich euch nachher alles, wenn wir es das erste Mal anschließen werden. Ich glaube, ich werde das schon teilweise am PC, teilweise da anschließen, wo es hin soll. Aber euch erstmal hier alles erklären, wie ich es aufbauen werde und dann, dass man da ein bisschen besser durchsieht. Weil sonst würde das ein bisschen kompliziert werden, denke ich mal. So. Dann haben wir noch eine Fernbedienung, falls der Switch halt unter dem Tisch steht. Viele haben es ja dann auf dem Tisch. Wenn man es dann halt unter dem Tisch hat, hat man dann halt hier noch eine Fernbedienung. M und P. M wird, denke ich mal, wird Menü sein. P weiß ich nicht. Und dann können wir halt 1, 2, 3, 4 und 5 wählen. Und aber warum 1, 2, 3, 4, 5? Ja, das weiß ich nicht. Da müsste man sich dann mal mit der Batterie muss ich noch reinmachen. Müsste ich mich erstmal mit der
mit dem User Manual auseinandersetzen. So, und jetzt alles über nochmal im Gesamten. Wir haben das Gerät an sich. Wir haben zwei Kabelpacks, die ich euch gleich noch erklären werde. Wir haben Strom, wir haben eine Fernbedienung und wir haben User Manual. Wobei ich euch jetzt nur ein Kabel zeigen werde, weil ihr seht ja schon, dass der ziemlich dick ist. Das ist jetzt so ein Multikabel. Die sind hier so zusammen. Kann man halt aufdremeln, wenn man es braucht. Würde ich aber nicht machen an eurer Stelle, weil so habt ihr die immer schön passend zusammen. Das ist einmal ein 4K USB mit vergoldet. USB HDMI. Und da ist dann noch ein USB-Kabel mit dazu. Warum? Erkläre ich euch gleich alles im Hardware-Video. So, jedenfalls ist es, was es kann, ist richtig geil. So, ich muss jetzt erstmal hier nur irgendwie wieder halbwegs zusammenkriegen, damit das nicht alles auf dem Tisch so viel aussieht. Ich bin halt noch die ganze Zeit am Überlegen, wie ich euch das vernünftig zeigen kann, wie man damit zwei PC steuern kann, damit ihr das auch vernünftig seht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. So, aber für das Unboxing soll es jetzt erstmal soweit gewesen sein. Qualität sieht sehr gut aus, ist aus Metall, ist gut verarbeitet. Ich habe hier auch keine scharfen Ecken, Kanten oder irgendwas gesehen. Wir haben zwei rutschfeste Füße. Auch die Knöpfe sind gut verarbeitet. IR-Sensor ist auch fest und nicht locker. Hatte ich auch schon mal bei einem Gerät, dass der IR-Sensor locker ist, aber also bei einem HDMI-Splitter war das. Aber hier sind sie fest. Auch die HDMI sind fest. Das hatte ich auch schon mal, dass der HDMI locker war. Aber hier ist alles fest, alles gut verbaut. Und ja, dann würde ich sehen, dann sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video. Ich muss auch gleich noch neue Batterien rausholen für die Fernbedienung und für meine Kamera. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Wenn ich euch erkläre, wie man das anschließt, warum man das so anschließt und ja, wie ihr denn damit zwei Computer mit einer Maus und einer Tastatur steuern könnt. Und ja, dann würde ich sagen, bis nachher.